Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal Brian's Corner mit einer weiteren Folge zu unserem Let's Play zu Super Mario 64. Ja, wir sind jetzt dann kurz vor der 100. Das habe ich im letzten Video auch schon mal gesagt. Mario muss nochmal gehen, setze ich hin. Alles vollkommen in Ordnung. Währenddessen kann ich noch ein bisschen was erzählen. Nämlich, wir sind jetzt bei 98 Sternen angekommen. Ihr könnt es rechts oben sehen. Zum Schluss des letzten Videos habe ich auch erstmalig ein Level... beziehungsweise haben wir das erste Mal 100 Münzen in einer Welt gesammelt, was nämlich auch jeweils einen Stern uns bringt. Und ich möchte oder würde gerne das gleiche nochmal bei zwei anderen Leveln machen, damit wir dann auch jetzt hoffentlich dann mal die 100 Sterne, Sternmarke erreichen. Und würde sagen, wir gehen jetzt erstmal hier hin, weil... Wenn ich mich nicht täusche, müsste es ja auch hier jede Menge Münzen geben, ne? So, das heißt, wir springen jetzt einfach hier runter. So, die blaue Münze ist natürlich für uns schon mal immens wichtig, weil das nämlich 5 Münzen bedeutet. So. Das könnte jetzt ein bisschen zügiger sonst auch hier gehen. Ich weiß gar nicht, wenn wir jetzt hier... Da kommen wir jetzt natürlich keine Münzen mehr bis zum Schluss. Ne? Hier haben wir noch ein extra Leben. Den ignorieren wir dann auch einmal. Ob gewollt oder ungewollt. Sei jetzt mal erstmal dahingestellt. Okay, extra Leben nehmen wir mit. Weil wir wissen ja auch nicht, wie häufig wir noch gegen Bowser antreten müssen. Ja, ich hätte mal am besten die normale Route nehmen sollen. Ist aber auch nicht schlimm. Wir gehen jetzt einfach hier raus und sammeln erstmal fleißig weiter Münzen. Und zur Not gehen wir einfach nochmal oben rein und starten das einfach nochmal, das Ganze. So, ja. Meine Pinguine sind wieder weg, ne? Ich kann dir einen Tipp geben, einer ist auf jeden Fall da oben auf dem Dach. So, 40 Münzen haben wir. So, hier ist auf jeden Fall eine rote Münze. Die sammeln wir natürlich einmal ein. Dann ist da vorne noch eine. Und dann würde ich sagen, wow, gehen wir erstmal wieder hier hin und teleportieren uns nach oben. So. Weil ist ja auch noch eine rote Münze. Die habe ich vorhin gar nicht eingesammelt. Warum auch immer. Das ist die Frage, gehen wir jetzt sofort nochmal hier rein oder rutschen wir zur Not erstmal? Ja, komm, wir gehen nochmal hier rein. So, und nehmen dann jetzt erstmal hier den normalen Weg. So, und versuchen hier vielleicht nochmal möglichst viele... Nein! Nein! Was? Jetzt hab ich wieder zu viel gewollt, ne? Jetzt hab ich wieder zu viel gewollt. Naja, was nützt es? Wir gehen nochmal rein. Probieren das Ganze nochmal. Und diesmal natürlich ohne Abkürzung. So, alles klar, rein da. Und dann schauen wir mal, wie viele Münzen wir denn jetzt quasi hier in dem ersten Versuch dann auch sammeln können. Okay, alles klar, noch sieht das ganz gut aus. So, hier versuchen wir viel mitzunehmen, aber nicht dadurch zu rutschen, sondern erstmal hier natürlich gehen wir hier weiter. So, hier müsste auch nochmal... Ui. Wir haben jetzt schon 60 Münzen, ey. Ich hab's vorhin mal gemacht, ne? 81 haben wir. 81. So kann es auf jeden Fall auch weitergehen. So. Wir haben jetzt einmal den hier. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn wir jetzt den Pinguin darunter bringen. Zack. Was soll ich mit diesem Früchtchen? Das ist nicht mein Baby. Mein Baby hat eine weiche, zarte Stimme und es sieht mir natürlich ähnlich. Ja. Dann, wenn das so ist, jetzt kann ich gar nicht mehr aufnehmen hier, ne? Naja. Komm, ist auch egal. Jetzt gehen wir nochmal hier hinten hin und schnappen uns diese rote Münze.
Dann nehmen wir da vorne die Münze und gehen dann nochmal hoch. Und dann rutschen wir nochmal hier die Piste, die hier draußen ist. Nämlich hier. Wenn ich mich... Da vorne sind welche. Schnell. Komm zurück. Ja. Jetzt kriegen wir von ihr auch nochmal. Ja, sehr gut. Die nehmen wir gerne mit. Sehr schön. Nein. So, und jetzt konzentrieren. So, die nehmen wir mit. So, 5 Stück noch. Also, das werden wir jetzt hoffentlich hinbekommen, oder? Sag nicht, der steht hier und ich kann nicht aufstehen. So. 100 Münzen voll. Sehr schön. Gehen auch direkt hier wieder hier raus. Achso, wir müssen ja stehen, ne? So. Kurs verlassen. Ja. Jetzt haben wir die 99 oben stehen. Ein Stern fehlt also noch. Ja, ich glaube, hier würden wir mal einfach mal reingehen. Und ja, probieren einfach mal, ob wir hier auch die 100 Münzen dann zusammenbekommen. Das ist die Frage. Wir gehen am besten, weil wenn ich jetzt das erste nehme, ist das Schiff noch unten. Das Schiff sollte vielleicht oben sein. Wir nehmen einfach mal das letzte hier und dann gucken wir gleich einfach mal, was wir denn hier machen. Auf jeden Fall erstmal hier die Box betätigen, weil... Okay. Waren 3 Münzen drin, die haben wir auch eingesammelt. Sehr gut. So. Versuchen auch schon mal direkt hier die roten Münzen anzupeilen. Boah, das war, das war ein Volltreffer, würde ich sagen. Ja. So, jetzt gehen wir hier hoch. Müssen wir gucken. Hier müssten gleich auch noch einige Münzen kommen, ne? Da sind sie doch. Das heißt, wir laufen jetzt erstmal ganz entspannt hier den Weg. Nein! Oh, war das ja so klar, ne? Dass ich ja nicht rüberkomme, ich Dödel, ey. So, hier unten ist auf jeden Fall eine rote Münze. Hier sind auch noch jede Menge. Ach, guck mal. So. Alle eingesammelt. Ah, nicht ganz. Jetzt aber. So, hier ist die rote Münze. Komm. Zack. 35 Münzen haben wir jetzt schon. Weiß ich gar nicht, ist da auch noch was drin? Oder öffnet der überhaupt nochmal hier sein Panzer? Einmal nicht. So, wir müssen gucken, da oben sind ja auf jeden Fall 3 rote Münzen. Sprich also 6 Münzen, die wir eigentlich ja da bekommen würden. Jetzt schwimmen wir erstmal nach unten. Da haben wir wieder hier unseren Freund. Und ich kann euch eins sagen, ich habe immer noch Angst vor dem. Es hat sich nicht geändert. So, komm, mach auf. So. Mal gucken, hier sind noch ein paar Münzen. Gehen natürlich gleich auch mal hier durch. So. Ach, guck mal. Kommen wir denn noch? Natürlich. Jetzt bin ich mir gar nicht sicher, ob hier vielleicht nicht so ein blauer... Das ist ja nämlich, ne? Das heißt, jetzt müssen wir uns aber auch beeilen. Beziehungsweise schnell sein. Wenn die weg sind, dann war es das. Mhm, 75. Wieso ist denn hier die Mütze? Achso, weil wir dann unverwundbar hier sind. Jo, alles klar. So, 83 haben wir jetzt. Gehen wir auch nochmal hier zurück. Können natürlich hier auch noch die Goombas einmal
bearbeiten. So. 86 haben wir jetzt. Heißt, 14 fehlen uns noch. So, jetzt sehe ich hier erstmal nichts, ne? Okay, wir gehen nochmal hier zurück. Nein. So. Jetzt müssen wir nochmal schauen, ob sich hier irgendwo noch weitere Münzen finden. Das ist ja immer so eine Sache mit dem Einblenden quasi von, ja, Objekten. Das ist hier halt ein bisschen ja, anders als bei euren Spielen, wenn ich das so sagen kann. Okay, nehmen wir hier auch mal die rote Münze mit. Dankeschön. Jetzt gehe ich auch hier nochmal hin. Ach, guck mal. Da ist ein Panzer drin. So, 88 Münzen haben wir. Jetzt gehen wir natürlich nochmal rüber aufs Schiff. Oh. Sehr schön. Haben wir 94 Münzen. Ist hier eigentlich irgendwas in dem in der Kiste, wenn ich da okay, jetzt gehen wir noch mal hier zurück, weil eine rote Münze müssten wir hier noch irgendwo haben. Jetzt müsste ja auch die hier vorne sein, wenn ich mich rüberschieße, ne, mit der Kanone. Und dann müssten wir gucken, wo wir noch 4 weitere Münzen hier finden. Oh, das gibt jetzt wieder was hier. Hä? Ist hier keiner? Ich glaube, ich schieße uns mal dahin, weil ich weiß auch gar nicht mehr, ob sich eventuell da vorne auf der Plattform noch Münzen befinden. Müssen wir aufpassen, da ist ein Stern. Wenn ich den sammle, dann ist hier Feierabend, ne? Nee. Wo ist denn jetzt die andere rote Münze hin? Jetzt bin ich etwas überfragt. Ist ja nicht so, dass wir schon mal alle roten Münzen hier gesammelt haben, auch in dem Level. Hm. Hab ich hier irgendwas übersehen, oder? So, die Truhen geben mir ja auch keine Münzen, oder? Geben die mir Münzen, wenn ich die richtige ausgewählt habe? Nee. Ja, lustigerweise ist die Kombination auch noch wichtig. Wir bekommen jetzt nur einen Stern, ne? Aber ihr hilft uns jetzt erstmal auch nicht weiter, ne? Tja. Das ist natürlich jetzt wieder die Frage. Wo ist denn die eine rote Münze? Ist die da oben bei der Bombe noch, oder? Und dann ist vor allem die Frage, wo kriege ich noch 4 andere normale Münzen sonst her? Also, hm. Das ist die Frage, nicht? Was ist denn, wenn ich jetzt hier den Panzer mitnehme? Hä? So, wir gehen jetzt nochmal. Was ist denn hier? Hat's bestimmt auch. Ach, da ist die eine rote Münze. Ach, guck mal. So, und jetzt noch 4 normale Münzen. Keine Ahnung, wo die sein sollen.
Das ist ja mal... Hier sind noch keine mehr, oder habe ich irgendwas... Kann ich vielleicht hier nochmal rein, oder? Nee, das geht auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Na gut, das bringt wohl auch nichts. Könnte ja was sein. Also jetzt mal... Da unten ist doch nichts, oder? Nee. Aufpassen, wenn er uns trifft, dann ist hier auch gleich wieder Feierabend, ne? Nochmal schnell hier hoch. Ja, ja, ist okay. Was könnten wir denn übersehen haben? Da sind welche. Och, nö. Komm. Ja. Ja. Jetzt haben wir die 100 erreicht. Jetzt bin ich auch wieder ein bisschen entspannter. Ich habe die nicht gesehen. Also, sie waren ja auch sonst nicht zu sehen. Also, das ist ja genau das, was ich vorhin gemeint habe, dass die Objekte halt sehr spät erst eingeblendet werden. Man muss halt wirklich auf, weiß ich nicht, 3 Meter davor stehen, damit teilweise Objekte erscheinen. Und das ist halt auch ein bisschen nervig, ne? Aber, naja. Wir verlassen den Kurs. Was wir jetzt noch machen könnten, wäre nochmal in den Leveln zu schauen, wo wir eben nicht 6 Sterne haben, sondern eben weniger. Das ist nämlich einmal hier Tic-Tac-Trauma und Regenbogen-Raserei. Ist halt die Frage, ob wir es nochmal versuchen, da ja, die Sterne zu finden. Weil so hätten wir dann auf jeden Fall von allen Welten die ja, 6 Sterne auch eingesammelt. So. Und dann würde ich sagen, wären wir auch, ja, sage ich mal, gewappnet für den Endkampf. So, stampfe mächtig auf. Ich habe immer noch keine Ahnung, was uns das irgendwie mitteilen möchte. So, das ist schon mal gut. Ich habe jetzt auch noch gar keine Ahnung, wie die Uhr quasi außerhalb stehen muss, damit sich hier alles bewegt, aber... Ich würde aber jetzt noch einmal komplett nach oben laufen. Also wirklich. Bis an die Decke. Und dann schauen wir einfach mal, ob wir denn da irgendwie weiterkommen. Nein. Wir warten nochmal eben. So, ich weiß auch gar nicht mehr. Wir sind hier auf jeden Fall hochgegangen, ne? Oder? Ja. Nein! Och, nein, Junge! Ach. Das war wieder so typisch. So. So.
Jetzt hier nochmal Vorsicht. Okay. Ist auch wieder maximal anstrengend, das Ganze hier für mich. Oh. Ja, die Kamera, die lässt hier auch wieder zu wünschen übrig, ne? Oh. So. Jetzt müssen wir noch mal ein bisschen hier Ausschau halten. Weil hier waren wir ja auch schon zuletzt. Okay, nichts passiert. Wir können hier immer noch wieder hoch. Achso, hier ist ja ein Stern, ne? Moment mal. Kann ich denn jetzt hier... Nein, da kommen wir nicht. Okay, dann müssen wir vielleicht nochmal jetzt hier unseren anderen Weg uns suchen. Was ist denn da vorne? Es geht hier auf jeden Fall noch viel weiter hoch. Also... Und da waren wir zu 100% nicht da oben. So, ist die Frage, ob wir es jetzt hier mal versuchen. Nein! Nee, das, was ich da mache, ist auch vollkommener Quatsch, ne? Oh. So. Das hat dann mal funktioniert. Nein! Können wir eigentlich auch nochmal... Ja, alles klar. Okay, hier oben waren wir auf jeden Fall noch nicht. So, jetzt bin ich mal gespannt. Muss mal eben meine Hände trocken machen, ey. Die sind so schwitzig. Da oben ist auf jeden Fall noch eine Box. Ist halt die Frage, ob da irgendwie ein Stern drin ist, ne? Aber ich kann es mir eigentlich nicht denken, oder? Oh, Vorsicht. Wenn jetzt hier ein Stern drin ist, ne? Ich flipp aus. Die Spannung steigt, ey. Oh ne, ich sag, die Teile drehen sich auch noch, ey. Oh nein. So, Vorsicht. Dass wir hier von den Flammen noch erwischt werden. Okay, extra Leben, extra Leben. Jetzt müssen wir aufpassen. Der Zeiger dreht sich nämlich jetzt nochmal hier. Der wird ja jetzt hoffentlich irgendwann nochmal hier rumkommen. Mister, da oben ist er. Meine Herren, ey. So, der Zeiger ist aber auch ganz langsam heute, ne? So, er kommt aber. So. Ey, geht das vielleicht noch schneller, oder? Okay, wir bleiben jetzt mal hier stehen. Nicht, wenn die Flamme uns da gleich irgendwie noch sonst trifft. So, jetzt nochmal konzentrieren. Ich will ja schon mal die Lage abchecken, was eigentlich jetzt gleich hier Sache ist. Aber wir müssen hier bestimmt irgendwie... Was? Ach so. Okay. Hier der berüchtigte Mario Moonwalk. Oh. Nein, nein, nein. So, nochmal. Ach, nee.
Tut mir doch einen Gefallen hier, ey. Jetzt weiß ich nicht mehr. Müssen wir jetzt hier links oder rechts? Wir müssen auf jeden Fall nochmal in das Level, wo wir quasi mit dem fliegenden Teppich... ach, da ist er ja. So, schau dir den Regenbogen an. Das hatten wir ja schon gehabt. Oder ich bin der Meinung, dass da oben dieser Regenbogen, der da längst ist. Wir hatten ja schon gesehen, dass auf dem Schiff hinten sich eine Kanone befindet. Wir müssten uns wohl da irgendwie durchschießen. Das heißt, wir müssen erstmal die Bombe auch suchen, die uns quasi... jetzt habe ich den Faden verloren. Die Kanone natürlich freischalte. So, das heißt, vielleicht gehen wir jetzt erstmal nochmal, weil ich überlege halt gerade, wir waren hier schon und haben da vorne alles abgeräumt. Da vorne ist ein Stern zum Beispiel, da vorne ist der nächste. Ich weiß halt nicht, ob wir vielleicht noch irgendwas übersehen haben, wo sich denn jetzt die Bombe befindet. Ich weiß halt nicht, ob wir da zum Beispiel noch irgendwo einen Gang haben. Weil die roten Münzen haben ja auch schon alle eingesammelt. Ich frage mich halt nur, da ist ein... Ich frage mich, was der obere Gang da irgendwie uns sagen möchte. Wir gucken aber nochmal, ob wir vielleicht hier irgendwas erkennen können. Okay. So, da unten haben wir ja eben angefangen. Das ist natürlich wieder, wie gesagt, das Blöde, dass die Objekte halt sehr spät erst eingeblendet werden. Und es könnte halt sein, dass die Bombe irgendwo da vorne sich befindet, wir es aber einfach nicht sehen. Ich weiß es nicht, also... Vielleicht hier einfach nochmal kurz hochgehen. Och, Mensch. Einfach mal gucken. Gut, aber hier ist ja auf jeden Fall nichts, oder? Also... Ich was da oben? Nee. Tja. Hier ist auch noch der blaue Schalter. Keine blauen Münzen mehr, oder was willst du mir gerade sagen? Was ist? Ey! Ihr wollt mich doch... Ey, das ist... Das kann man echt keinem erzählen, ne? Das kann man keinem erzählen. Aber was für ein Glück, dass wir gerade auch die blauen Münzen da bekommen haben, weil sonst wäre ich hier wahrscheinlich auch nicht mehr hochgegangen. Also... Okay. Ja, komm. Ist auch egal. Kanone ist erstmal jetzt frei. Das ist schon mal das Wichtige. So, und den Stern, den holen wir uns jetzt auf jeden Fall noch. Vorher höre ich hier erst gar nicht auf und gehe auch gar nicht erst zu Bowser. So. Ran da. Jetzt müssen wir hier rüber. Und dann geht das nämlich gleich hier wieder los. Was gut geht. Ich habe so meine Zweifel.
Okay. Einfach nur konzentrieren und dann werden wir das auch schon irgendwie gewuppt bekommen. So. Gehen wir hier hoch. So, jetzt müssen wir hier rüber. Nochmal. Nein! Was? Was? Das wird auf jeden Fall nicht gut gehen hier. So, jetzt kommt der eigentliche schwierige Part. So, jetzt, das muss jetzt funktionieren. Steh auf, Alter. Nein. So, nochmal. Oh mein Gott, dieses Spiel, ey. Aufpassen, dass wir hier noch runterfliegen, ey. So. Einmal aufrecht hinsetzen. So. Lass uns jetzt hier quasi... Nicht, wenn das jetzt in die Hose geht, ey. Ach so. Okay. Zack, hier ist der Stern drin und dann... was ich sagen soll, ey. Wir haben jetzt auf jeden Fall 102 Sterne schon sammeln können. Ja. Ich würde auch sagen, ich habe es ja jetzt auch schon häufiger erwähnt, eigentlich waren die 100 Sterne ja mein persönliches Ziel eben jetzt für dieses Let's Play. Die 120 möglichen, das würde, also würde bei mir wohl Jahre dauern, bis ich das hinbekomme. Das ist einfach zu hart für mich. Und ich weiß auch, dass ich auf jeden Fall jede Menge Nerven dafür auch verlieren würde. Das möchte ich mir zumindest an dieser Stelle einmal ersparen. Deswegen, ja, wir stehen jetzt hier auch schon vor der Tür. Und genau, ihr seht schon, das ist jetzt quasi die Treppe zu Bowser, ja, und zu dem ja, Endkampf. Und das werden wir uns natürlich im nächsten Video anschauen. Ja, das heißt, wir pausieren das an dieser Stelle. Wenn euch das Video gefallen haben sollte, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr mir das zumindest zeigt, indem ihr einmal den Gefällt mir Button drückt. Wenn ihr in Zukunft keine Videos hier verpassen wollt, ja, dann abonniert doch gerne den Kanal. Ja, würde mich ebenfalls genauso freuen. Das war's, wie gesagt, von mir. Im nächsten Video geht's dann zu Bowser. Da werden wir ihn hoffentlich dann auch schnell besiegen. Ja. Bis dahin, passt auf euch auf, habt noch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao.